Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim und endlich, wir sind hier bei dem Quest Bruchstücke der Vergangenheit und wir müssen da ja die Klinge in unseren Besitz bringen und auch den Knauf. Wir sind jetzt hier ja, auf der Karte zu sehen. Ruine der Hexenfelsenschanze, nämlich da Schmarrn und wir müssen glaube ich da, ich habe keine Ahnung, irgendwo hin. Aber wir werden das gleich einmal zeigen. Wir müssen raus, da ist es ziemlich dunkel. Ich mache da gleich einmal eine kleine Veränderung. Kerzenschein, ja. So, geht schon besser. Und dann schauen wir gleich einmal nach. Illusion und wir müssen da hell sehen auch ein wenig. Was ist denn jetzt los? Scheiß, da raus müssen wir gar nicht, das stimmt ja gar nicht. Das ist alles Schmarrn. Haben wir das was eingeloggt? Ich hasse das Zeug, echt wahr. Wir müssen daher. Wir müssen da rein. Bringe den Knauf, ja, und da. Ja, wie, das, ja, wie macht das hier mal ganz klar? Wir machen da alles mal ganz wett, ja. Durchsuchen Ruhe, Gold passt. Und ich muss da mal so schauen. Ziegenfell brauchen wir nicht. Wir haben da Knochenmehl, das ist okay. Da drinnen gibt es auch noch was. Riechranke und Pfeilfedern. Da gibt es einen Auslöser. Okay, können wir mal probieren. Ha! Ich schaffe das ja nie. Doch? Nee. Doch. Aber hatten wir das Zeug nicht offen schon? Ja? Ja klar, hatten wir schon. Was war denn das für ein Auslöser, Blöder? Sind wir jetzt gefangen? Anderen, ja, was haben wir da Veränderungen, nämlich ja Magielicht. Dann schicken wir da mal ein paar Kugeln in die Gegend, dass es ein wenig heller wird, ne? Ah, das gibt auch immer nur eine. Egal. So, wir schauen da weiter. Wir machen das da. Himmelsrand ist auch ein Schmarrn. Nochmal hell sehen, Leute. Ich glaube, dass... Doch. Und da ist aber auch Himmelsrand, oder? Ja, egal, dann laufen wir mal raus, schauen mal, was, ob das stimmt auch, ja, und dann gehen wir da raus. Beim letzten Mal nämlich hat uns das Hellsehen-Zauber-Ding-Sie nämlich ganz woanders hingeführt, also ich bin mir nicht sicher, ob das ja auch so ist. Wo ist denn der Scheiß? Doch, darauf. Da kommt Jungs, auf geht's! Was ist denn das da? Schmarrn, nix. Und rasch!
Es ist wirklich echt lästig. Ich habe mir gedacht, dieser Quest dauert ja kurz einmal. Ja, ich auch. Da oben nämlich. Ja, wo ist denn der? Ah, dann müssen wir da rein. Doch, ja. Wir haben jetzt dann den unteren Bereich durchsucht. Da konnten wir von unten nicht rein. Dann machen wir das doch hier gleich einmal. Und wir werden da gleich einmal einen verbesserten Schutz in die Hand nehmen und gleich das Schwert, weil wir werden nicht viel herumzaubern. Wir werden da einfach gleich mal draufhauen, ja, dass es ein paar gute Szenen für euch gibt. Oh. Dann nehmen wir doch das gleich mal, was da herumliegt. In der Nähe. Ja, das kann recht. Ja, wir durchsuchen mal das Zeichen. Daedrische und Gold, das kommt cool. Urne, da gibt's vielleicht eine Pfeilfalle, oder? Gold, Silberring. Da schießt wer auf uns. Ah, ein Zauberer. Okay. Ihr seid schwach, Sterblicher. Bei den Göttern, nein. Kommt, kommt. Kein ernstzunehmender Gegner. Nun gut, die haben das auch erledigt, okay, die hat sich aber stark gewehrt, denke ich mal. Die Pfeile sind für nichts, Karotte, Zaubertrank, ja, das könnten wir verkaufen. Der Bogen ist auch für nichts. Gewicht ist zu, das Gewicht, der Gewinnverhältnis ist zu gering. Zaubertrank, das ja. Ein Balsamierungswerkzeug, beides, 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 beides. Da, ja. Alles Schmarrn hier, hä? Tomate. Knochenmehl nehmen wir mit und Salz auch. Und Horkatzer. Gut, das nehmen wir auch mit da. Und das war's dann auch schon hier. Da gibt es noch einen Zaubertrank. Trollfett. Und was die immer mit allen einbalsamieren. Permanent die. Ich weiß nicht warum. Ja, egal. Da. Bündel von Nordrhein, genau. Ah ja, wir haben da ja, was ich noch einmal zeigen wollte, wir haben da jetzt 6 Talentpunkte und ich weiß nicht, wo ich die jetzt da vergeben soll. Ihr könnt mir ja schreiben, ne? Und ich werde da gleich einmal wieder die Magie einsetzen, Illusion, Hellsehen und schauen, wo es da weitergeht, nämlich darauf. Cool. Da hinten gibt es noch einen rauen Wusling. Und du! Steh mir im Weg. Was ist denn das da? Ah, das sind die hier. Ja. Der Eiszauberer war das, ja. Der Verwüster. Okay. So, die Kelle. Schmarrn, Schmarrn, Schmarrn. Alles Schmarrn, Schmarrn. 44 Wert. Cool. Da hinten ist auch noch was. Brauchen wir nicht. Durchsuchen das Zeug. Da. Ja, das
dauert noch. Oh Leute, das wird noch die Unendliche. Noch einmal die Unendliche. Hallo, ist wer da? Nö. Den Verzauberer brauchen wir zurzeit auch nicht. Dass die immer alles mit Zauber. Ja? Ebenerzbahn, Gold, Hysterie, Seelenstein und Zaubertrank. Ja. Jetzt ist aber bald Schluss, gell? Da hinten ist noch. Was ist denn das? Genommen, ja. Was war anders jetzt? Eine Selbstschussanlage von den Jungs, ja. Zaubertrank der Heilung, alter Wein, pipapo, da. Zaubertrank der höchsten Heilung. Ja, es schaut ja da recht geschmeidig aus. Die haben da immer solche Skelette herumhängen. Nun gut, wir schauen gleich einmal da. Nächsten Zauber. Was? Hellsehen, ja. Haben wir noch immer in der rechten Hand. Wo müssen wir da hin? Wieder retour. Aber ich schaue trotzdem da rein. Und in den Falle gelaufen, ist ja klar. Da liegt ja was. Schneebären. Und Seelensteine, ja? Gut so. Dann Hebel und spiel mir ein Bankett. Ein Spiel beim Bankett. Das nehme ich doch gleich mit. Das werde ich dann irgendwann mal vorlesen. Dann Hebel. Komm her. Gut, der ist aktiviert. Ich habe keine Ahnung wofür, aber ja, wird schon passen. Ne? Da gibt es, glaube ich, Hängemoos. Ne? Ja, das ist echt ein Fake. Wurscht. Naja, wenn es so ist, ist so. Dann laufen wir weiter. Die Jungs laufen nämlich auch blöd da rein. Na klar. Da geht's dann jetzt. Da weiter. Okay. Okay. Was seht ihr den Marker? Der ist ganz unten da jetzt. Und ihr könnt mich da auch durchlassen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Hellsehenzauber eigentlich noch einen Überblick hat. Weil wir laufen jetzt blöd durch die Gegend. Da ist auch wer. Traskuta. Steinknauf von... Ja, da ist er ja. Da bist du abgeschlossen, bring dich den Knauf von, ja, genau. Und wenn wir schon hier sind, dann schauen wir gleich mal raus auch. Da fast leer auch. Salz. Da gibt es eine Truhe noch, ja. Und eine witzige, echt witzige Musik. Das kann nichts Gutes bedeuten.
Aber wir laufen da gleich mal rauf. Alle tot? Oh, wo sind wir da jetzt reingefallen? Das glaube ich ja nicht, Leute. Da ist auch eine Truhe. Okay, durchsuchen wir das Zeug gleich mal. Gold, Zaubertrank, Amulett, ja. Und eine Urne. Urnen gibt es da ohne Ende, Leute. Und da... Eisenpfeile, Leute, was ist denn da jetzt los? Und fast gestorben. Ja, wir sollten dann nochmal rauflaufen. Schnell. Ich weiß nicht, soll ich euch den Weg ersparen? Vielleicht kommen wir von außen rauf, dann... Ah, doch, geht schon, ja. Da ist er. Ich möchte mir das nochmal anschauen, da. Ich suche mir nochmal einen Weg darauf, okay? Kleiner Schnitt. Ja, wir mussten wieder durch das ganze Gebäude und ja, da hängt da so einiges, nämlich... Verflixt nochmal. Wieso kann ich das Zeug nicht nehmen? Ah, wir werden das einfach anders machen. Schwert, komm her. Nicht gern. Gar nichts gehört, aber. Schmarrn. Das hatten wir schon und wir wollten ja drauf. Da gibt es ja auch so ein Zeug. Das ist. Ja, vielleicht mit Zauber. Feuerblitz, komm her. Schmarrn, nutzt nix. Wir waren ja hier, da hat unsere Tremoras ein bisschen verbrannt. Und da laufen wir einfach gleich rein. Und ja, da hinten ist jemand, da können wir was lernen. Aber zuerst. Ja, okay. Ja, haben wir noch genug Platz. Ne? Da. Ziege. Schauen wir mal, was die hat. Ziegenbein. Den Schlüssel, den Stein nehmen wir, na klar. Dass wir auch hier nichts vergessen, ja. Da, Seelenstein. Noch ein Seelenstein. Lass uns da raufspringen. Ja, ich glaube, das war's dann hier auch schon. Was ist denn das da? Ziegenaugen oder Menschenaugen oder irgendwas? Ja. Echt grausige Geschichten hier. Da ist auch noch ein Seelenstein. So, jetzt ist es auch vorbei. Knochenmehl, verbrannte Leiche, Leute. Das ist echt makaber, finde ich. So, und der Chor im Hintergrund zeigt uns schon an, dass wir da rauflaufen müssen. Ah. Furcht und Unbehagen, Leute.
Also, du heißt Furcht und du heißt Unbehagen. Ab jetzt. Okay. Dann schauen wir gleich mal Magie nach. Schreie, ja, Furcht und Unbehagen aktivieren. Genau. Und die Schwachen sollen den Turm fürchten, vor Schrecken fliehen, aufladen 40. Cool. Einen neuen. Haben wir einen neuen gelernt, ja. Cool. Also, wir haben jetzt da die Bekanntschaft dieser Abgeschworenen gemacht. War ja recht interessant. Ja. Furcht und Unbehagen haben mich beschützt ohne Ende. Die Felsen. Hier sind extrem cool, finde ich, ja. Ja. Diese Felsenfestung finde ich extrem schön. Und ja, Tosita, Furcht und Unbehagen mittlerweile, ja, verabschieden sich jetzt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir das nächste Mal eben dieses Bruchstück returnieren, ja. Da unten gibt es einen Marker, da müssen wir dann raus zum nächsten, ja. Schaut euch das an, Leute. Ja. Cool gemacht. Euer Toso. Schönen Abend noch. Ciao.